So, und damit herzlich willkommen zur vierten und letzten Vorhersage. Kann man nicht sagen. Zur letzten Information zu meinem EM-Special der Gruppe D. Da erwarten euch der zweite Gastgeber, die Ukraine, dann die Schweden, unser Nachbar aus dem Norden, dann unser westlicher Nachbar Frankreich und unser nordwestlicher Nachbar England. Ja, also wollen wir gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Fangen wir gleich an mit dem zweiten Gastgeber, Ukraine. Ja, die Ukrainer haben sich sehr souverän, auch wie die Polen, qualifiziert. Nämlich überhaupt nicht. Sie mussten nämlich gar nicht in die Qualifikation. Was für ein Zufall. Als EM-Gastgeber, als zweiter EM-Gastgeber. Ja, die Ukraine. Erfolg für das Volk, die große Überschrift. Vor heimischer Kulisse wollen die Ukrainer ihren Landsleuten einiges bieten. Die Gruppenphase muss in jedem Fall überstanden werden. In der K.O.-Phase sollen dann mit der Unterstützung der Fans Überraschungen folgen. Weiß ich nicht. Also, die Prognose ist auch, durch den Heimbonus sollte es der Ukraine gelingen, die Vorrunde zu überstehen. Aber danach dürfte es allerdings schwer werden, sich im Turnier zu halten, denn mehr als das Viertelfinale scheint unrealistisch, werden auch gehandelt als Außenseiter. Ja, die vielleicht zwei berühmtesten Ukrainer, Andriy Schewtschenko, viele Jahre beim AC Mailand, jetzt momentan bei Dynamo Kiew in seiner Heimat unterwegs, und natürlich den Star, sag ich jetzt einfach mal so, vom FC Bayern, Anatoly Timoschuk. Ja, zuerst müssen sie gegen Schweden, dann Frankreich und dann gegen die Engländer. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie in dieser Gruppe, eine mega Hammergruppe würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon eine schwere Gruppe. Deswegen würde ich einfach mal ganz spontan sagen, Platz 4. Ganz hart für den zweiten Gastgeber, weil ich finde, Polen hat die etwas leichtere Gruppe erwischt. Die Ukraine sich gegen Schweden, Frankreich und England spielerisch durchzusetzen, weiß ich nicht. Wage ich zu bezweifeln, ganz ehrlich. Also, kann sein, dass die Ukraine haben ein paar sehr, sehr gute Leute, aber wird wahrscheinlich nicht reichen fürs Viertelfinale. Also für mich sind es auf Platz 4. Yo, Ukraine haben wir abgehakt. Kommen wir zu unsere nördlichen Nachbarn aus Schweden. Die Schweden haben sich als bester Zweiter in der Qualifikation für das EM-Turnier qualifiziert. Mit 8 Siegen, 0 Unentschieden, 2 Niederlagen, 24 Punkte haben sie geholt. Und ja, hier steht Platz 2 wiederholen. Obwohl die Schweden in ihrer Quali-Gruppe hinter Holland landeten, lösten sie als bester Zweiter das direkte Ticket für die Euro 2012 mit einem zweiten Platz in der Gruppe. Könnten sie auch dort gut leben. Das war so die Überschrift, also was man denkt von den Schweden, die Prognose. Die Schweden haben bei vergangenen Titelkämpfen immer gut mitgespielt und waren stets ein unangenehmer Gegner. So wird es auch diesmal sein. Zum großen Wurf wird es aber vermutlich nicht reichen, werden auch gehandelt die Ukraine als Außenseiter. Natürlich der größte Star im schwedischen Fußball bislang, Zlatan Ibrahimovic. Viele Stationen hat er schon durchlebt. Bei Malmö hat er angefangen, dann ist er, glaube ich, zu Ajax Amsterdam, dann Barcelona, AC Mailand ist er jetzt momentan. Ja, das ist so eigentlich der Beste, vielleicht noch im Tor. Andreas Isaksson, Oskar Wendt haben wir dabei von Borussia München, Gladbach, Sebastian Larsson, Markus Berg vom HSV, also sind schon mal besser als die Ukraine. Platz 2 würde ich ihnen nicht zutrauen. Also auf jeden Fall Platz 3. Fürs Weiterkommen wird es leider auch bei den Schweden nicht reichen. Ja, wie gesagt, also vor der Ukraine werden sie auf jeden Fall kommen. Da bin ich mir sicher. Platz 3. Platz 2 machen die beiden Teams unter sich aus, zu denen wir jetzt kommen. Wir kommen jetzt erst einmal zu Vive la France, zu unseren westlichen Nachbarn. Souverän auf Platz 1 ihrer EM-Qualifikationsgruppe. 6 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage nur. Natürlich auf
Wiedergutmachung sind die Franzosen. Noch immer geistert in den Köpfen der französischen Fans der enttäuschende Auftritt von der WM 2010 herum. Von Franck Ribéry und Co. wird nun erwartet, dass sie das Fußballland Frankreich rehabilitieren. Ja, falls ihr es mitgekriegt habt, bei der WM 2010, also ein Skandal im französischen Fußball. Zuerst haben die Spieler gestreikt, glaube ich, oder waren nicht, konnten sich nicht verstehen mit dem Trainer. Dann hat der Trainer irgendwie was gemacht und so kam die ganze Unruhe rein. Und was war die Konsequenz aus dem Ganzen? Schien in der Vorrunde sang- und klanglos als Tabellenletzter, glaube ich, aus. Ja, aber die Prognose, die Franzosen haben sich vom Schock der WM 2010 erholt, doch die Klasse der Jahrtausendwende ist verloren gegangen. Auch diesmal werden sie kämpfen müssen, um die Gruppenphase zu überstehen. Mit Favorit sind sie, aber kein Titelkandidat. Die Stars, ja, gibt's ein paar. Patrice Evra von Man U, Erik Abidal, wurde erst operiert an der Leber. Ein Tumor ist Gott sei Dank gut gegangen. Haben wir noch natürlich Franck Ribéry vom FC Bayern, Benzema von Real Madrid, Sami Nasri von Manchester City. Der Nachwuchsstar in Frankreich wird er als Nachwuchsstar gehandelt. Jean Mvia von Stade de Reims, glaube ich, heißt der Verein, Stade de Reims. Ja, also für die Franzosen, die würde ich auf Platz 2 schätzen. Nein, nicht auf Platz 1. Platz 2 würde ich die Franzosen schätzen. Weil ich glaube nicht, dass es für Platz 1 reicht. Ich glaube aber auch nicht, dass sie ausscheiden werden, weil da sind sie echt zu stark für Ukraine und Schweden, meiner Meinung nach. Muss ja erstmal alles gespielt werden. Ne? Kann man ja vorher noch nicht wissen. Und deswegen mal schauen, was die Franzosen bringen. Ob sie wieder so enttäuschen wie bei der WM oder ob sie diesmal weiterkommen als die Gruppenphase. Das wäre ja für den Trainer, für die Mannschaft, für die Fans erstmal das Hauptziel, weiterzukommen. Und dann mal schauen, was sich so entwickelt. Vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen mit unseren Deutschen. Ein Spiel gegen Deutschland wäre natürlich super. Aber jetzt kommen wir zum letzten Team dieser EM, die das 16er-Feld komplettieren. Das Vaterland, Mutterland des Fußballs, wie ihr es nennen wollt. Es ist England, die Three Lions, wie sie auch genannt werden. Gegen die Tradition, halt, erstmal, wie sind sie überhaupt zur EM gekommen? Haben sie sich so durchgewurschtelt? Haben sie mit ein bisschen mehr Geld, auf den Tisch gelegt? Nein, also sehr souverän. Erster Platz mit 18 Punkten, 5 Siege, 3 Unentschieden, 0 Niederlagen. Damit als einzige aus der Gruppe, außer der Ukraine, mit 0 Niederlagen. So, jetzt gegen die Tradition, also Mannschaft oder Einzelkämpfer. England hat viele Stars in seinen Reihen, doch präsentieren sich diese, wie so oft in der Geschichte, nicht als funktionierendes Team, dürfen die Inselkicker früh die Segel streichen. Ja, vielleicht kommen ja auch ein paar englische Stars mit viel Rückenwind zur EM. Haben ja leider, ich will es nicht mehr aufgreifen, aber passt gerade so gut hierhin. Das Champions-League-Finale leider gewonnen gegen FC Bayern. 4-3 nach Elfmeterschießen. Das sind natürlich Joe Cole, Kapitän Frank Lampard, der nicht dabei ist, Wayne Rooney, der gesperrt ist, noch für 2 Spiele. Aber ich meine trotzdem, das ist das stärkste Team in der Gruppe D. Und deswegen glaube ich einfach, dass sie auf Platz 1 kommen. Weil, okay, im Tor waren die Engländer nicht besonders gut in den letzten Jahren. Da haben sie Joey Hart vom Meister Manchester City, Ashley Cole, wie schon gesagt, Rio Ferdinand. Man weiß nicht, ob er auch spielen soll. Er soll nicht spielen. John Terry, Steven Gerrard, Frank Lampard, wie schon gesagt, nicht dabei. Wayne Rooney im Sturm, gesperrt für die ersten 2 Spiele. Theo Walcott, also viel Personalsorge bei den Engländern, aber trotzdem glaube ich, dass sie auf Platz 1 kommen werden in der Gruppe. Ja, die Prognose vielleicht noch. Trotz vieler hochkarätiger Spieler ist England bei großen Turnieren nie ganz vorne dabei. Wenn die Three Lions in Fahrt kommen, ist das Halbfinale 2012 allerdings allemal möglich. Bleibt abzuwarten, wenn sie vorher nicht gegen Deutschland spielen, wie bei der WM, aber das können sie ja, glaube ich, nicht nach dem Spielplan. Ich glaube, da können sie erst im Halbfinale oder sogar erst im Finale, wenn aufeinandertreffen.
Also, ich lasse mich überraschen, was da morgen passiert am 8.6. Also, ich weiß nicht, ob die Prognose, vielleicht geht es ja so in Erfüllung. Natürlich würde ich mir noch wünschen, Deutschland im Finale gegen Spanien, Europameister. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, ob Deutschland nach 1996 endlich mal wieder einen Titel holen kann. Also da bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt über 3 Wochen hinaus. Ich glaube, wir können uns auf ein schönes Turnier freuen. Ich hätte das Turnier zwar nicht an die Ukraine und Polen vergeben, weil ich finde, persönlich gehört es in ein Land, wo auch Fußball wirklich gespielt wird, wo Fußball populär ist. Also nach Deutschland, nach England, Frankreich, Italien, Spanien und so. Da sollte man solche Turniere hin verlegen. Aber ich bin ja nicht bei der UEFA. Oder bei der FIFA. Oder bei der UEFA. Das kann ich nicht entscheiden. Also, das war's von meiner EM-Prognose. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, seid gut informiert. Und ja, verfolgt gespannt die EM. Unsere deutschen Jungs unterstützt da hoffentlich. Public Viewing, da will ich auf jeden Fall hingehen. Juhu! Public Viewing, vorm Fernseher, egal wie. Vielleicht sind ja ein paar von euch unter, die live dabei sind, die vielleicht in die Ukraine fahren. Kann ja sein, gibt's ja. Und ja, dann sehen wir uns bei meinen nächsten Videos wieder und viel Spaß bei der EM. Euer HSBLP.